Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute gibt es meinen Langzeit-Testbericht zu den Teufel Concept E5.1 Lautsprechern. Das sind fast diese hier. Meine sehen ein bisschen anders aus. Der Subwoofer hat keine silberne Fläche und die Lautsprecher haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Gut, meine sind jetzt ja auch schon 4-5 Jahre alt, so um den Dreh. Und was muss ich dazu sagen? Ich habe sie immer noch. Wenn ich die doof gefunden hätte, hätte ich die bestimmt irgendwann mal eingetauscht. Teufel selber bewirbt die Dinge als PC-Lautsprecher. Ich habe sie jetzt nicht am Rechner benutzt, sondern ganz normal in meiner Bude zum Fernsehgucken, zum Playstation, zum Xbox-Zocken, zum Filme, zum Serienhören, hier und da auch mal ein bisschen zum Musikhören. Es war halt meine 5.1-Anlage. Die Boxen haben ihr Signal von einem Onkyo-Receiver bekommen. Da habe ich keinen von Teufel benutzt. Ich wollte halt was anderes. Teufel war damals noch gar nicht so mit HDMI, deswegen brauchte ich ein was anderes, was halt mehrere HDMI-Eingänge hatte, aber jetzt zu den Boxen. Damals, die Boxen haben, glaube ich, 400 Euro gekostet, war dann auch ein eher günstiges Schnäppchen und ich habe dann keine Lautsprecherkabel Hightech-mäßig vergoldet von irgendeinem Profi-Hersteller oder habe dann die Teufel-Kabel benutzt, sondern habe dann ganz normale Standard-Qualitätskabel Audiokabel verlegt, vom Receiver dann zu den all den Boxen, konnte man bequem dann anklipsen bzw. reinschrauben, war alles kein Problem, die Einrichtung, man hat halt nur Kabelsalat, das muss man halt bei sowas irgendwie verstecken oder man braucht es halt nicht verstecken oder man baut es hinter die Fußleisten, zieht es durch die Wände oder sonst was, wir sind ja immer noch nicht so weit mit dem Drahtlosen, das kommt ja jetzt auch so langsam erst daher. Also, was muss ich sagen, wieso überhaupt damals 5.1 Lautsprecher? Es ist oder es war, ich weiß noch damals, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht für mich, das gleiche, die gleiche Serie den, oder den gleichen Film, sogar normales Fernsehen, es klingt, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann nicht von vorne nur das Zeug bekommt, sondern dann auch so ein gewisses Grundrauschen von hinten hat. Ich rede jetzt gar nicht von, der Pfeil fliegt von da nach da oder der Düsenjet fliegt von da nach da oder der Heli kreist um einen rum und was es da nicht alles für Soundexperimente und Erlebnisse gibt, sondern einfach nur dieses Feedback zu haben, dass von hinten etwas kommt. Das habe ich all die Jahre genossen und vor allem auch in Spielen. Das war ein Traum. Ich gehe jetzt aber erstmal eine Stufe zurück. In meiner neuen Bude werde ich erstmal nur Fernseher-Sound haben. Ja, es wird grausam, es wird eine Umstellung, aber man ist ja auch immer mal bei Freunden. Klar, andere Leute, andere haben da auch 5.1-Anlagen, manche haben sogar 7.1-Anlagen, wobei ich da sagen muss, gut, dass ich damals nicht 7.1 haben, auf den Trip gegangen bin, weil, naja, ich wüsste gar nicht, wo ich die beiden noch hinstellen würde. Ich muss aber auch sagen, ich habe genügend Videoabende wieder vor einem stinknormalen Fernseher, 32 Zoll, kein Full HD, einfachste Technik, bescheidene Boxen, aber damit überlebt man auch. Es ist einfach, 5.1 ist einfach Luxus. Das ist nochmal eine ganze Schippe drauf. Und ja, dieses Erlebnis, den Sound auch von hinten zu haben, ist ein Traum. So, und da gibt es natürlich jetzt wieder Boxenfetischisten, die sagen, nein, Teufel ist Käse, billigster Ostschrott, der da zusammen mit Pressplanspatten gebaut wird oder sowas. Mag ja vielleicht sein, vielleicht ist so eine Bose-Anlage toller oder Bang & Olufsen und wie die nicht alle heißen, aber ich sehe es überhaupt nicht ein, da so viel Geld rauszuhauen. Ich muss ganz einfach sagen, mit meinen 400 Euro Computerlautsprechern war ich all die Jahre total glücklich und zufrieden. Ich konnte auch die nicht groß aufdrehen, auch der war der Klang normal und sonst was. Natürlich, wenn ich dann hier dann meine 400 Euro Anlage oder Boxen habe und dann dazu noch meinen 300 Euro Receiver oder sowas und mich setzt dann einer in so einen Schallvorführraum, wo ich dann eine Anlage von 3000 Euro kriege, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, das klingt aber nochmal eine ganze Ecke besser. Ja, aber ich muss sagen, der Schritt von kein 5.1, von Stereo auf 5.1 ist so immens, dann zwischen 5.1 für ein paar hundert Euro und 5.1 für ein paar tausend Euro. Ich glaube nicht, dass dieser Schritt jemals so groß sein wird wie von Stereo auf 5.1. Das ist schon diese Grundinvestition, die sich richtig, richtig lohnt. So, und diese Teufel-Lautsprecher haben all die Jahre einen guten Dienst erwiesen. Die funktionieren immer noch.
Überhaupt kein Problem. Ich würde sie vielleicht weiter, wenn ich nicht umziehen würde, würde ich sie auch weiter benutzen. Da habe ich überhaupt keine Ambitionen, die durch größere, fettere oder sonst was zu ersetzen. Auch wenn ich da Musik habe oder so, reicht mir dicke aus. Was kann ich dazu sagen? Ich hatte davor auch schon mal ein Teufel-Konzept. Die waren damals noch silber und da ging dann nach 4 Jahren, die hatte ich dann auch wirklich am Rechner, es waren auch wieder PC-Lautsprecher, ich glaube, da ging dann nach 5, 6 Jahren beim Subwoofer, über den dann die Audio-Dinger an die Satellitenboxen weitergegeben wurde, das Signal war der Subwoofer auf einem Kanal stumm, das lag nicht am Satelliten, der hat weiter funktioniert, aber der Subwoofer hatte dann Haschmich und nach 5, 6 Jahren hat dann Teufel mir im Endeffekt gesagt, ja, den müssen wir reparieren und das Reparieren, da können Sie sich hier lieber eine neue Anlage kaufen und wir geben Ihnen nochmal 50 Euro Gutschein. Fand ich dann natürlich auf der einen Seite doof, auf der anderen Seite 5, 6 Jahre, okay, da kann ich es schon mal verschmerzen, das ist was anderes, wie wenn der Drucker nach 2 Jahren und einem Tag kaputt geht. Mit dem 50 Euro Gutschein oder 75 waren es sogar damals, fand ich dann kulanzmäßig ganz okay und deswegen bin ich dann auch bei der Marke geblieben. Finde ich ja dann auch nett, wenn ein Hersteller dann sagt, okay, aber wir bemühen uns, wir tun etwas, dass du auch wieder unsere Marke kaufst. So, das war's an dieser Stelle. Meine Erfahrungen zu Teufel-Lautsprechern und sonstigen Zeugs, also mit meinem begrenzten Konzept E-Zeugs, hat auch fürs Wohnzimmer dicke ausgereicht. Ich glaube, ich habe jetzt lange genug geredet und das waren jetzt so meine Erfahrungen die letzten Jahre mit 5.1 und Teufel-Lautsprechern. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!